Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, je nachdem, wann die Euglis hier morgen aufgegangen sind. Ich grüße euch recht herzlich zum heutigen JFD-Workshop, Einsteiger-Workshop rund um den Forex Bull. Das dürft ihr wissen, sonst werdet ihr nicht angemeldet. Freue mich, dass der Raum sich wieder füllt. Und kurzes Feedback bitte vorab. Seht ihr unseren Startbildschirm bzw. hört ihr mich? Kurz mal Feedback geben. Ich grüße in die Runde hier schon mal die, wo guten Tag und guten Morgen und dergleichen reingeschickt haben. An der Stelle hallo Florian, grüß dich. Heidrun, Karl, Bernhard, Thomas, Walter. Jawohl, es nimmt hier weiter zu. Vielen Dank für das Feedback. Alles super, so soll es sein. Und auch bitte die Interaktion an der Stelle pflegen, liebe Leute, denn wir möchten natürlich hier euch abholen und insofern wichtig, dass gerade wie ich jetzt dann einsteige, erstmal wichtig ist zu wissen, wer von euch das allererste Mal dabei ist. Heute, wie gesagt, Einsteiger-Workshop. Es ist in einer gewissen Art und Weise eine Wiederholung der letzten, wobei wir natürlich hier auch, wie kann man es am besten darstellen, didaktisch immer geradliniger werden im Rahmen der Sachen, die wir im Schwerpunkt vermitteln wollen. Insofern gebt es mal bitte das Feedback an der Stelle. Was wir, hier haben wir noch einen Live-Chart, den schiebe ich erstmal rüber, was wir an der Stelle sozusagen für einen Teilnehmerkreis heute haben. Jawohl, da kommt es rein, das Feedback. Wie gesagt, keine falsche Bescheidenheit, antwortet fleißig. Das hilft uns nur weiter, dass wir hier an der Stelle euch an der richtigen Stelle abholen. Es ist aber ein Einsteiger-Workshop und darauf will ich hinweisen. Also alle die, die hier schon bei früheren Workshops dabei waren, werden nichts Neues erfahren. Hier geht es wirklich darum, dass wir euch abholen, um so ein Stück weit den Forex Bull zu erklären und auch natürlich wichtig, hier das Szenario anzulegen. Also wie könnt ihr mit den Forex Bull arbeiten? Und bevor wir da einsteigen, will ich euch erstmal ein paar Slides präsentieren. Hier geht es nämlich erstmal los, liebe Leute. Klarerweise Forex Bull und den Hinweis hatten wir auch gegeben beim Workshop Mailer. Im Rahmen dessen, dass wir ja den brandneuen Expert Advisor, den Handelsroboter auch haben. Dazu wird es, und gleich mal der nächste Slide an der Stelle, hier am 25.03. ebenfalls Donnerstag ab 11 Uhr den fortgeschrittenen Workshop geben. So nennen wir es jetzt mal an der Stelle. Da geht es dann eben ein Stück weit in die Tiefe in rund um das Tool und natürlich hier auch die explizite Vorstellung des Expert Advisors. Das ist im Prinzip, wer sich mit dem MetaTrader auskennt, eine Handelssoftware, die sozusagen das Trading abnimmt. Auch das Trade Management, den Trade-Einstieg oder Ausstieg, whatever. Ihr könnt es da auf jeden Fall sozusagen die Handelslogik, die wir auch im Forex Bull selbst beschreiben, ja, adaptiert wissen im Rahmen dieses Handelsroboters und der hilft euch sozusagen, gerade wenn es mal ein Tag ist mit vielen Handelssignalen, hier natürlich gewisse Ausbrüche zu handeln, den Trade zu managen und dergleichen. Darum soll es dann aber vielmehr am 25.03. gehen. Da gehe ich dann praktisch auch über ein kleines Darbietungsszenario dann direkt rüber in Richtung EA und da wird dann der liebe Bernd hier dann sozusagen auch den Part übernehmen. Heute werde ich das machen, wie gesagt. Und wenn ihr Fragen habt, schießt rein. Ich lese jetzt gerade mal die Fragen noch mal rein, beziehungsweise für den Fragechat. Da sind einige beim ersten Mal dabei. Wülfing an der Stelle fortgeschritten. Das wäre die Frage. Interessierst du dich für den fortgeschrittenen Workshop oder bist du schon fortgeschritten, beziehungsweise warst du schon beim Einsteiger-Webinar dabei? Da mal Feedback geben. Und ansonsten vermute ich, der Raum füllt sich weiter. All jene, die sich nicht gemeldet haben, sind hoffentlich auch neuer Natur. Wir wollen jetzt, wie gesagt, ins Thema einsteigen und der Forex Bull ist eure Handelsergänzung. Bevor wir das hier natürlich tun, will ich euch gleich nochmal darauf hinweisen. Ich werde jetzt mal den Slideshow stoppen, dass ihr natürlich am Ende des Tages auch den Forex Bull euch runterladet. So, dann haben wir hier. Die Website haben wir ja auch verlinkt. Wir werden hier auch an der Optik noch ein Stück weit schnitzen. Letztlich, lieber Peter, weil ich das gerade sehe, was sind die Kosten für den Bull? Alles auf der Landingpage zu finden. Ich share sie gerne in den Chat, liebe Leute. Es macht durchaus Sinn, dass ihr hier natürlich euch damit auseinandersetzt. Moment, jetzt muss ich den Chat mal öffnen. Da ist die Website. Ich meine, ihr seht es ja oben auch im URL-Text. Ihr könnt es hier dann auf die Webseite gehen und euch da parallel umschauen. Aber
Für alle die, die sozusagen eben neu sind und auch jetzt dabei, gebe ich den Tipp, hier ist die Startseite aufrufen. Wenn man auf Los geht's klickt, schwupp, dann rutscht man erstmal ganz nach unten, wo es interessant wird. Neben den verschiedenen Teasern und Einleitungstexten, Schrägstrich Hinweisen, haben wir hier die Möglichkeit, den Forex Bull downzuloaden. Und das Ganze findet hier auch Viva Click entsprechend statt. Ihr seht hier unten die Excel-Datei. Es ist eine Ausführungsdatei, die müsst ihr euch runterladen und dann könnt ihr den Forex Bull völlig kostenfrei nutzen. Und das aber nur für 14 Tage. Letztlich ist das sozusagen eine Prüfphase, die wir euch hier freigeben. Und das kann jeder tun. Also hier gebe ich auch den Tipp, wer heute das erste Mal dabei ist, gibt die Webdomain ein und verfolgt gern hier dann den Ablauf, den ich heute tätige, sodass wir hier Hand in Hand das Tool erarbeiten, sozusagen die Funktionsweise erarbeiten. Und hier, wie gesagt, Download des Forex Bull kostenlos, kostenfrei für 14 Tage. Danach dann, und das wird auch häufig verwechselt, die Lizenzabfrage notwendig. Das kommt dann automatisch in dem Tool. Das heißt, dann geben Sie den Lizenzschlüssel ein und dann könnt ihr mit dem Forex Bull auch weiter unbegrenzt arbeiten. Der Forex Bull ist hier von Monat zu Monat buchbar, beziehungsweise man bucht das einmal und dann ist der Tag der Buchung sozusagen auch die entsprechende Laufzeit, die sich automatisch verlängert, aber ihr könnt jeden Monat kündigen, wenn ihr wollt. Also überhaupt kein großes Risiko, keine Abo-Falle, irgendwie 12 Monate am Stück gibt es nicht. Ihr könnt kostenlos testen und dann letztlich hier die Lizenzschlüsselanfrage stellen. Hier ist wichtig, dieses Tool haben wir ins Leben gerufen nach ja, jahrelange Anwendung durch mich und auch der liebe Bernd, der hier unterstützend wirkt, ist natürlich an der Stelle auch aktiv. Und dann schlief der Forex Bull im Rahmen des Entwicklers ein. Wir haben das Ganze reaktiviert im letzten Jahr, beziehungsweise fing schon ein Stück früher an, aber im letzten Jahr reaktiviert und haben dieses Tool exklusiv für JFD bekommen. Das heißt, ihr müsst bei JFD ein Kunde sein, um dieses Tool nutzen zu können. Und ich darf euch an der Stelle mitgeben, dass wir hier noch einiges mehr in Zukunft auflegen werden in Sachen Tools, Features und dergleichen. Teilweise kostenlos, teilweise aber auch eben mit einem Preis. Klarerweise hier das geistige Eigentum des Entwicklers und das Tool selber hat natürlich absoluten Mehrwert. Und jetzt gehe ich nochmal ganz nach oben. Auf den Monat gebrochen sind das hier knapp 35, 36 €, 1,19 € am Tag. Also ganz ehrlich, das für diese Handelssignale ist im Prinzip keine Ausgabe, sondern vielmehr ein absoluter Mehrwert. Dazu findet ihr, wenn ihr auf der Website auch umherschaut, klarerweise dann noch den EA, den wir hier ergänzt haben, den Expert Advisor. Der kostet dann praktisch auch nochmal 1,19 € on top, weil natürlich so ein Gerät, so ein Roboter, so eine Maschine, so ein Algorithmus nicht mal eben entwickelt wird, sondern das auch viele, viele Stunden Zeit der Prüfung, der Testung und der Logikentwicklung brauchte. Und hier natürlich auch für, ich sag mal, ja, das war noch Anfang des Jahres beziehungsweise letzten Jahres für 1 Liter Benzin hier am Tag buchbar. Also wirklich genauso relativ easy. Am Ende des Tages, Stefan, hier die Frage, die du hast, sehr gern immer reinstreuen. Ihr seht es auch auf der Webseite, für was der Forex Bull agiert, im Schwerpunkt Devisenhandel, aber wir haben auch Kryptowährungen und die Indizes dabei. Hier seit gar nicht mal so langer Zeit auch den S&P 500 und den Nasdaq 100 ergänzt. Hier muss man aber auch aufpassen, weil natürlich hier immer die Kursdatenquelle, beziehungsweise bei den Forex-Paaren hat man natürlich die Option, dass man hier den 24-Stunden-Handel hat. Und bei DAX und Dow Jones ist immer die Frage, Kassamarkt oder Future-Markt, an welchem orientiert man sich, an welchen handelt man. Faktisch liefert der Forex Bull auch für Indexmärkte Indikationen. Und das ist auf jeden Fall eine nette und prima Ergänzung, obgleich natürlich, deswegen heißt er ja auch Forex Bull, der Fokus auf den Devisenpaaren liegt. Wie ihr auch hier seht, Kryptowährung gibt es auch. Natürlich die Top 5, die wir bei uns haben, können Sie dort handeln. Wie gesagt, es macht Sinn, hier auf der Website mal ein bisschen herumzustöbern und aber in jedem Fall, los geht's, das Tool runterzuladen. Völlig risikolos. Und wenn dann eben eine Ausführungsdatei runtergeladen wird, ihr seht es auch entsprechend den Zielcode, dass es eine Exe-Datei ist, eine Ausführungsdatei, dann müsst ihr das, wenn ihr eben euren Rechner mit Admin-Rechten versehen habt, dann auch freischalten, dass die Datei auch hochgeladen werden darf. Und dann installiert sich diese Software. Es ist eine externe Software. Ich zeige es euch hier im Tool. So sieht das dann am Ende des Tages aus.
Das ist diese Software, die dann am Ende des Tages für euch aktiv ist und relativ, ja, ich sag mal, simpel in der Erscheinung, aber das Bollwerk steckt natürlich in der Logik des Systems. So sieht es dann mal aus, wenn ihr den Forex Bull dann installiert habt und wie gesagt, eine Lizenzabfrage kommt dann ganz automatisch. Jürgen fragt, läuft der Forex Bull nach 14 Tagen dann automatisch aus? Ja. Wie gesagt, diese Testphase ist einfach nur für euch, um das Tool kennenzulernen. Und dann kommt die Abfrage, geben Sie den Lizenzschlüssel ein, automatisch. Und dann ist man in der Pütt, dass man sagt, okay, ich teste ihn und ich gebe euch den Tipp, meine Güte, es ist ja auch kein Risiko, wenn man mal für 35 € das Ganze einen Monat lang testet, um sozusagen, oder 36 rund, um dann sozusagen noch mehr auf Tuchfühlung zu gehen. Weil, das will ich gleich vorweg schicken, der Forex Bull, wie generell viele Wealth und Money Management oder sage ich mal vermögensverwaltende Strategien, liegt hier der Fokus nicht auf, ich mache mal hier eben in 5, 6 Tagen Riesengewinne, sondern das ist ein Handelstool, was einen ergänzt, um seinen Handel beständiger zu machen und liefert eben Signale. Und die Signale können auch mal 1, 2 Wochen Dürre sein oder auch komplett konträr sich entwickeln. Letztlich ist es ein Tool, das man einfach über einen längeren Zeitraum auch mal testen sollte, um den Mehrwert zu identifizieren. Und da gebe ich auch hier gleich den Tipp, bevor ich dann noch mal kurz auf die PowerPoint überleite. Hier oben haben wir ja viele Features und Möglichkeiten und da ist hier mit der Hilfe die Kurzanleitung versehen. Riesentipp, die mal zu lesen. Klick drauf, dann öffnet sich letztlich eine PDF-Datei. Jetzt muss ich mal sehen, wo die hochgeht. Hier haben wir sie. Und da habt ihr im Prinzip, ja, eine komplette Kurzanleitung, wie das Tool zu bedienen ist. Relativ easy und simpel. Und hier kommt dann auch die Geschichte. Hier ist genau erklärt, was passiert, wenn die 14 Tage rum sind. Da gibt nämlich dann hier das Fenster auf mit der Lizenzschlüsseleingabe. Und mehr ist es nicht. Es ist wirklich relativ simpel. Aber ihr müsst euch auch wirklich mal die Zeit nehmen, um damit zu arbeiten. Und jetzt will ich dann gleich mal einsteigen, um euch hier abzuholen. Deswegen seid ihr da, aber das einfach mal hier als Intro für die aktuelle Beschau dessen, wie ihr vorgehen sollt. Also wie ich hoffe, ihr habt die Zeit auch genutzt, das Tool runterzuladen. Wenn nicht, es wird auch eine Aufzeichnung dieses Webinars geben, um dann sozusagen das Ganze nochmal nachzurecherchieren. So, nächste Frage. Forex Bull gibt es erstens als Indikator und zweitens als EA. Richtig. Demo-Version ist nur der Indikator. Ulrich, da will ich dich jetzt abholen, insofern, dass der Forex Bull Handelssignale liefert. Hier im Prinzip, und das werden wir sehen, lieber Stefan, das geht auch in deine Frage, er gibt Tendenzen für den Tag aus. Und das ist im Prinzip etwas, was man als Indikation für seinen Handelstag nehmen kann, um eben statistische Vorteile zu haben. Und hintenrum kommt dann am Ende des Tages sozusagen die Möglichkeit des EAs dazu, der dann hier dazu dient, dass man die Signale, die der Handelslogik des Forex Bulls entsprechen, sozusagen dann mit dem Handelsroboter ausführen lässt. Also das ist aber auch kein, verzeiht den Ausdruck, keine eierlegende Wollmilchsau. Das heißt, ihr schaltet den EA nicht auf alle 30 Währungspaare und lasst ihn einfach mal rumlaufen, sodass der dann hier am Ende des Tages alles komplett automatisch macht. Nein, der Expert Advisor ist eine Handelsunterstützung, sodass ihr nicht den ganzen Tag am Bildschirm sitzen müsstet, sondern eben hier am Morgen die interessantesten Chancen identifiziert. Und wenn ihr die dann habt, sozusagen, dann setzt ihr den EA drauf auf das entsprechende Währungspaar und dann wird hier sozusagen gehandelt. Vielleicht hat der Bernd nachher auch nochmal Zeit, das live zu zeigen. Letztlich, klar, grobe Tendenzen, lieber Stefan. Da gehen wir jetzt nochmal ein bisschen ans Eingemachte, was der Forex Bull euch eigentlich für Infos gibt, um hier sozusagen natürlich euch abzuholen. Was ist denn das Handelssignaltool? Wie funktioniert das? Okay, jetzt müssten die Slides wieder zu sehen sein. Insofern widmen wir uns jetzt mal ein paar Minuten der rein theoretischen Logik, damit ihr jetzt hier abgeholt werdet. Und ich habe auch einige Doppelfragen gesehen, hier zum Beispiel vom Mark oder auch hier Norbert. Das geht so in die Richtung, wo ich jetzt genau die nächsten Slides habe. Insofern einfach dranbleiben und die Zwischenzeit hier sehr, sehr gern auch mal nutzen, um den EA Quark, um den Handels, nochmal Quark, um das Handelssignaltool Forex Bull runterzuladen, wie ich es euch gerade zeigte, damit ihr das einfach schon mal habt. Wie gesagt, kein Risiko, ist auch keine Schadsoftware. Es ist eine externe Software, die dann mal so da ist,
um dann hier mit euch den Einstieg zu finden, wie man eben so ein Szenario anlegt, damit ihr auch die täglichen Chancen euch dann direkt mal anzeigen lassen könnt. Also ihr seht es hier, Signale werden bereitgestellt bei den Indizes in der Nacht, beim Forex-Markt ab abends 23 Uhr, praktisch heute Abend ab 23 Uhr habt ihr die Signale für Freitag, für morgen. Und die KI, künstliche Intelligenz vom Forex Bull, liefert hier, und das ist auch schon eine Frage, die hier schon zweimal im Chat aufkam, tägliche Prognosen für das theoretische Hoch, Low, also High, Low und Close, Hoch, Tief und Schlusskurs. Das wird hier anhand einer vergangenheitsbezogenen Analytik namens Fuzzy-Vektorlogik analysiert, und der Forex Bull gibt hier die statistische Tendenz aus, um euch hier zu sagen, das könnte heute passieren. Das Ganze muss man dann auch im Rahmen des Handbuchs und der Handelslogik, sowie auch der Handelsroboter, der Expert Advisor funktioniert, natürlich dann individuell nochmal abgleichen mit dem Chart, dann aber hier diese statistische Prognose als seinen Vorteil genutzt zu wissen, um hier eben auch ja, Ergebnisse zu erzielen. Und wir handeln den Forex Bull tatsächlich auch live mit. Das ist in einer Entwicklungsphase. Man hat Wochen, da gibt es auf Wochenbasis jetzt bezogen, je nachdem, wie viel man auch einsetzt. Ja, wir setzen hier 0,3 bis 0,5% Risiko auf den Account ein, und es gibt Handelswochen, da hat man minus 1, 1,5% oder an anderen Handelswochen plus 2%. Am Ende des Tages zählt auch hier die Zeit. Es kommt nicht auf die einzelnen Tage ein oder gar nicht mal auf die Woche, sondern hier muss man wirklich nach 6 bis 12 Monaten ein Resümee ziehen, und wir sind sehr zuversichtlich, und das hat auch damals vor nunmehr doch schon knapp 10 Jahren, Mike Koch war es damals, der den Forex Bull ein Jahr lang komplett durchgehandelt mit den relevantesten Signalen in Abgleich der Trendbewegung, Pivot Point und was es da noch für Features gibt, um die Signale zu differenzieren zu können, hat er hier im Prinzip einen starken Track-Record aufgelegt. Und das werden wir genauso tun, weil man hier eben den Vorteil der statistischen Relevanz nutzen kann, wenn man es richtig anwendet. Und man bekommt letztlich jeden Tag viele, viele Anregungen, je nach Währungspaar-Universum. Und da tauchen wir jetzt ein, denn am Ende, und das will ich hoffen, ist mittlerweile rübergekommen, ihr bekommt praktisch Handelsempfehlungen, Kursprognosen für die Entwicklung. Und hier ist praktisch die künstliche Intelligenz, die Fuzzy-Vektorlogik im Rahmen der Mustererkennung aktiv. Darum geht es speziell. Hier bin ich, Chris Kämmerer. Ich nutze das Tool, wie gesagt, seit doch schon. Ich meine, der Anfang war 2011, 12. Mit Pausen, mal mehr, mal weniger, habe ich auf jeden Fall das Tool für mich schätzen gelernt. Und am Ende der Zeit ist es natürlich hier so, dass es wichtig war, dieses Tool auch noch mehr publikumsfähiger zu machen, nachdem es eben dann im Jahr 2017 ja eingestellt wurde für den klassischen Trader, sondern hier wurde es dann eben vom Entwickler auch für die Vermögensverwaltung und seine Ausstrahlungsarme da genutzt. Jetzt steht es wieder zur Verfügung, und am Ende des Tages, jeder, der mich kennt, hofft, hier auch seinen Mehrwert zu erfahren durch mich. Wenn nicht, wir haben auch noch ganz, ganz viele andere Leute im Team, vom Andreas, vom Markus, vom Dennis, vom Stefan und Co. Also hier bei uns habt ihr ein reichhaltiges Fundament. Jetzt will ich aber einsteigen, nämlich Mustererkennung gibt es überall. Warum? Weil sie natürlich Muster wiederholen. Ja, das ist in der Natur so, das ist im Kosmos so, das ist letztlich ist Kosmos ja nicht Chaos, sondern vielmehr Ordnung. Und das ist ja auch der Grund der Thematik, dass es sich irgendwo auch immer eine Logik finden lässt. Ja, und gerade im Zahlensalat der Börsen, der Massenpsychologie lässt sich hier sowas erkennen. Gerade Zahlensalat, lieber Ulrich, die durchschnittliche Rendite pro Jahr ist relativ. Es hängt davon ab, was du einsetzt, wie viele Signale du handelst. Du kannst auch den Forex Bull mit eigenen Handelslogiken anwenden und hast am Tag sozusagen 10 handelbare Signale, währenddessen wir nach unseren Logiken, die wir auch im Handbuch beschreiben, wahrscheinlich nur 2 Signale umsetzen. Ja, das ist wichtig, hier einfach nur mitzunehmen. Es gibt jetzt hier, das ist kein Handelsroboter oder Handelssignaltour, was euch jetzt die Rendite hier aufs Tablett legt, sondern das sind Empfehlungen, wie sich ein Wert auf Tag XY bezogen entwickeln kann, mit dem statistischen Background, den ich euch jetzt nahebringe, um dann eben einfach hier einen statistischen Vorteil zu haben. Und was ihr daraus macht, das hängt von eurem Risikomanagement ab, das hängt von eurer Einstiegslogik ab. Hier ist man selbstverantwortlich aktiv. Der Robot Advisor, der Expert Advisor, Robot Advisor ist es ja nicht, der Expert Advisor, der Handelsroboter für den Forex Bull, der ist sozusagen eine Ergänzung, die euch das aktive Traden und Beobachten der Charts abnimmt. Nichtsdestotrotz musst du auch hier Risikoparameter einstellen und eben den Handelsroboter auf das entsprechende Währungspaar ziehen, um hier am Ende des Tages den Trade abzufeuern. Also es ist hier eine Handelsunterstützung als Handelssignaltool und mit dem Handelsroboter dann natürlich hier auch ein Zeitersparnis. Somit weiter im Text. Agenda brauchen wir uns gar nicht so fix
Sieren drauf, weil ich werde jetzt relativ schnell durchspulen, weil ich will mit euch natürlich dann auch an die Praxis ran, nur zum Einstieg. Und das ist natürlich gerade bei einem Einsteiger-Workshop sehr, sehr wichtig. Was sind saisonale Tendenzen? Worum geht es am Ende des Tages? Hier sind einfach Wiederholungsmuster verschiedenster Art und Weise. Und ich sagte gerade Kosmos bzw. Wetterphänomene. So lässt sich hier natürlich alles auch noch weiter runterbrechen als zyklisches Verhalten, saisonales Kalendereffekte und auch Wochentagsstärke. Es ist auch kein Geheimnis, dass man hier in der Tat Wochentage hat, und das zeigt der Forex Bull auch mit seinem Volatilitätstool Wochentagsstärke an, welches Währungspaar an welchem Wochentag statistisch positiv schließt oder negativ. Das ist ein interessanter statistischer Hintergrund. Und da kommt auch die Stärke des Tools zum Tragen, weil hier natürlich Zahlen, Daten, Fakten der Massenpsychologie, analysiert werden und euch dargeboten werden. Letztlich ist es ganz wichtig, das einfach für sich zu nutzen und entsprechend hier die, Eigenarten und Vorteile des Tools auch anzuwenden. Und da geht es, wie gesagt, um einen statistischen Vorteil, den ihr sozusagen habt. So, letztlich geht es um Wiederholungseffekte diverser Art, wie schon erwähnt. Und saisonale Effekte selbst finden an den Rohstoffmärkten, Terminbörsen ja ohnehin schon seit hunderten Jahren statt. Also es ist jetzt keine Neuheit, dass sich gewisse Phänomene wiederholen, aber auch die klassische charttechnische Analyse oder die generelle übergeordnete technische Analyse der Finanzmärkte ist etwas, wo man sich natürlich hier vergangenheitsbezogenen Phänomenen bedient. Und ihr habt sicherlich eben schon von der Hochzeitssaison in Indien gehört, wo der Goldpreis generell nachgefragt ist, oder klassischerweise die Jahresabschlussrallye, die hier regelmäßig im Rahmen des Window Dressing stattfindet, obgleich auch hier es Jahre gibt, wo der Dezember grottenschlecht endete. Ja, also der Handelsmonat, der letzte an sich. Das sind natürlich auch Sachen. Hier gibt es nicht den hundertprozentigen Treffer, wie ihr auch nicht finden werdet, wenn ihr hier am Ende des Tages den Trading-Markt für euch entdeckt. Es gibt nicht den heiligen Gral, mit dem man bei jedem Trade richtig liegen kann. Es gibt aber Möglichkeiten, seine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, um richtiger zu liegen, Schrägstrich möglicherweise auch hier mit weniger Risiko mehr Profit zu erzielen und dergleichen. Und da kann man sich eben zahlreichen Tools bedienen, und eines ist eben hier der Forex Bull. So, letztlich sind die ganzen Effekte, die wir haben, zweckdienlich, um, das seht ihr hier, die Anlageentscheidung zu treffen. Und wenn ich nochmal auf das Wetterphänomen eingehen darf, dann sehen wir hier im Prinzip San Francisco, die die Temperaturentwicklung, hier aber in Fahrenheit, nicht in Grad. Und da sehen wir eben auch relativ zyklisch, okay, dass es dann eben über den Winter bis in den Frühjahr hinein die Temperaturen mit einem ansteigenden Momentum gesegnet sind, um dann zur Hochsaison des Sommers, Juli, August, letztlich ihr Top zu erzielen, und dann driftet es nach unten ab. Relativ simple Darstellung, aber Natur- und Wetterphänomene sind ähnlich, eben von der Logik her der Finanzmärkte auch gleichzusetzen, weil wir natürlich genau solche Zyklen auch am Finanzmarkt sehen, Schrägstrich insbesondere beim Rohstoff- und Terminmarkt, weil natürlich da die Wetterphasen, Regenphasen, Trockenperioden natürlich extremen Einfluss auf die entsprechenden Ernten haben. Und das ist natürlich etwas, was man nutzen kann. Und so spiegelt sich das auch in der Price Action wider, was sozusagen das Wetter vormacht, gerade eben auf den Rohstoffmarkt bezogen. Aber eben auch weitergedacht ist das etwas, was hier als Grundlage dient. Und man kann hier zum Beispiel Euro-Dollar eben auch von seiner Saisonalität her betrachten, Euro in dem Fall zurückgerechnet, weil vor den 2000er oder vor Millennium gab es ja den Euro als solchen nicht. Aber hier zurückgerechnet eben, wo man sieht, okay, zum Jahresauftakt ist der Euro weniger gefragt, zum Jahresausklang mehr. Rein zyklisch, okay, rein übergeordnet, Big Picture, ganz großes Bild. Und insofern hier einfach der Tipp an der Stelle, wohin es geht. Jetzt kommen wir so ein Stück weit dann ans Eingemachte, liebe Leute. Ich will euch, wie gesagt, hier abholen im Rahmen dessen, dass wir ja auch das Tool praktisch erarbeiten wollen. Und da will ich jetzt dann sozusagen auch auf den Live-Chart gehen, auch die Möglichkeit nutzen, euch hier natürlich entsprechend Infos zu geben, was heute für Chancen waren, und auch den Hinweis, und da geht es gleich mal los, wo wir jetzt hier aufgelegt haben im Rahmen der täglichen Einblicke. Oh Gott, tägliche Einblicke muss das heißen. Aber genieße den täglichen Einblick hier ab 8:15 Uhr, 8:30 Uhr auf dem Godmode Trader, liebe Leute. Das zeige ich euch jetzt auch gleich mal live. Da haben wir nämlich im Prinzip hier seit kurzem ein Tool gestartet im Rahmen einer Artikelserie,
wo es sozusagen das Morning Briefing gibt, hier auf dem Gottmautträter. Wir planen das Ganze im Übrigen auch auf den Socials zu streuen, wird noch ein bisschen dauern, aber hier habt ihr dann sozusagen für Hilfestellungen und auch der Möglichkeit zu sehen, was man hier machen kann. Hier seht ihr übrigens den Expert Advisor aufgeschaltet im Rahmen der entsprechenden Logik, was wir sozusagen hier am Ende des Tages als interessante Chancen erachten, als Trading-Möglichkeiten und dergleichen. Und da habt ihr sozusagen die Möglichkeit, jeden Tag, relativ häufig jeden Tag, also wir werden das schon von der Frequenz her so gut wie jeden Tag liefern, gibt aber auch Tage, da hat der Forex-Bull schlichtweg keine Signale. Oder auch wir sind terminlich mal geblockt. Aber grundsätzlich haben wir hier jetzt den Fokus, dass wir täglich den Morning Briefing für einen Forex-Bull auch öffentlich darstellen, das Morning Briefing, und am Ende des Tages ist das Ganze dann hier eben in der Devisenbox abrufbar, hier auf dem Gottmautrader. Ich plane auch den Gedanken, dass das Ganze auf meinem Guidance Desk sozusagen erscheint von Gottmaut. Da haben wir ja hier, das wollen wir auch noch ein bisschen größer machen im Rahmen der nächsten Umstellungen, dass wir hier sozusagen auch das Morning Briefing gern hier reinposten, und dann wird auch der Markus Klebe sein US-Bell hier darstellen. Also soll noch mehr Interaktivität hier auf diesem Desktop stattfinden. So, also da findet ihr es letztlich, wenn ihr uns auf dem Social Medias dann folgt, wird es auch da folgen. Es geht darum, dass wir euch einfach ein Stück weit an die Hand nehmen, um mit dem Tool auf Tuchfühlung zu gehen. So, und da sieht man auch schon, wie gesagt, es gibt tägliche Chancen. Wir hatten auch hier unlängst, das will ich gleich nochmal darstellen, zum Beispiel eben hier am 9.3. den, ja, was darf man darstellen? Den Volltreffer im Rahmen von drei, also es gab vier Signale und drei trafen ins Schwarze. Hier auch komplett dargestellt, wie das Ganze ablief, nach dem Motto, wo waren die Einstiege, wo waren die Ausstiege, alles hier letztlich beschrieben und dargestellt. Und es gibt solche und solche Tage. Da nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Ihr werdet es nicht jeden Tag Gewinne machen, wie ihr auch generell nie werdet jeden Tag Gewinne an den Märkten machen können. Es gibt immer Tage, da entwickelt sich der Markt gegenläufig eurer Trading-Idee, eures Setups, eures Einstiegs. Da ist es wichtig, den Stop-Loss zu definieren, wie hier an dem Tag beim Euro-Kanadisch-Dollar. Hier ist der Entry erfolgt, Long-Ausbruch. Hier unten war der Stop, letztlich der Stop ausgeführt worden. Ihr seht das, hier sind die vier Trades, drei Gewinner, ein Verlierer, und am Ende des Tages war es das als Ergebnis. Es darf aber auch Tage geben, wo du vielleicht drei Verlierer hast und einen Gewinner. Je nachdem ist es hier wichtig, dass man das Tool nicht nur singulär auf einen Tag sieht, nach dem Motto, ich muss heute 100% Rendite machen und dann all in, um Gottes Willen. Nein, ganz ruhig, diszipliniert, konsequent, plane dein Trade, trade deinen Plan. Das ist die Logik, die auch hier beim Forex Bull ihren Einsatz findet und man hier auch konsequenterweise das Ganze auch so verfolgen muss. Also, hier, weil ich es gerade sehe, ihr könnt auch hier oben einfach auf die Devisenbox klicken. Da findet ihr auch meinen Devisenradar. Ich stelle den Link jetzt einfach mal in den Chat, weil der liebe Jürgen sagt, es geht schon wieder zu schnell. Dabei habe ich noch nicht mal einen Espresso getrunken. Jetzt habt ihr die Devisenseite, Schrägstrich, hier könnt ihr mir auch auf Guidance folgen. Das mache ich auch gleich rein im Chat. Zack. Und da haben wir im Prinzip jetzt hier all das, was ihr braucht, um das Ganze zu verfolgen. Ich hoffe, damit euch abgeholt zu haben. Eine grundsätzliche weitere Idee ist sogar, das Morning Briefing hier noch mit reinzuholen. Gab es früher auch bei MyCock, da konntest du praktisch hier bei Analysen und Berichte sozusagen das täglich abrufen. Das wäre sozusagen der nächste Schritt, um das ganze Tool noch kundenfreundlicher zu machen und um euch noch mehr abzuholen. Okay, jetzt aber weiter im Text. Ich will weiter vorangehen. Hoffe, wie gesagt, wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, dann gleich bitte in den Chat schreiben. So. Jetzt klicke ich mal durch, weil noch viele Fragen kamen zu Währungspaaren. Das Erarbeiten war gerade. So, der Uwe fragt nach konkreten Kennzahlen, Trefferquote, Profitfaktor, Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, mein lieber Uwe, da darfst du das Webinar nicht verlassen, sondern musst dranbleiben und auch Beschau nehmen, wie man das Ganze dann hier vollzieht. Der Uwe hat sich wohl jetzt schon verabschiedet. Wir haben den Forex-Bull, ja, wir rechnen mit einer Rendite im Bereich von 1 bis 2%, je nach Risikoeinsatz. Wenn wir 0,3% riskieren, ist das schon eine sehr, sehr ansehnliche Rendite auf Wochen-, Monats- oder Jahresbasis, kann man drehen und handeln, wie man will. Also da ganz entspannt sein. Ihr müsst das Tool wirklich als Handelsunterstützung sehen und nicht nach dem Motto, was sich jeder wünscht. Ich habe jetzt hier was, wo ich jeden Monat 1, 2, 5 oder 10% Rendite mache. Ist alles möglich, wenn ihr entsprechendes Risiko fahrt, dann aber auch natürlich nach hinten.
Das kann auch ganz schnell mal minus 5, minus 10% bedeuten, wenn ihr einfach zu viel Risiko fahrt. Und es geht hier nochmal um ein Handelssignaltool, was euch unterstützende Signale liefert, um euch im Orbit der über 70 Währungspaare, der über 15 Indizes und meinetwegen mehreren tausenden Aktien, wenn wir die Aktien theoretisch noch mit reinnehmen würden, zurechtzufinden und interessante Chancen zu lokalisieren. Und nur darum geht es. Also weiter im Text nach dem Motto, ihr kennt es hoffentlich, das JFD-Devisenradar. Am Ende des Tages ist hier etwas am Start, was ich ja seit auch nunmehr schon 10 Jahren in durchaus sehr konsequenter Regelmäßigkeit abliefere. Und auch hier stelle ich hin und wieder Setups vom Forex Bull vor. Im Weiteren ist geplant, dass wir im Live-Trading Room, der bei JFD ja hier am Ende des Tages auch täglich stattfindet, den Forex Bull Schrägstrich noch mehr den Devisenhandel reinzubringen. Also hier, ich share euch auch gleich den Link nochmal, könnt ihr euch jederzeit anmelden, um am Trading Room dabei zu sein. So, jetzt kurz zur Logik, bevor wir in die Praxis einsteigen, weil wir haben ja auch hier nochmal, das habe ich gerade beim Durchscrollen gesehen, lieber Sascha, du musst jetzt kein Guidance-Abo haben, glaube ich. Du kannst auf den Expertentest auch so zugreifen. Schrägstrich, wie gesagt, unterm Gottmode Trader Devisen wirst du es auch sehen können. Aber ich hatte auch noch schon Fragen, warum, wie und was ist das mit der Logik vom Forex Bull? Also, hier geht es darum, eine gewisse Unschärfe zu. Ja, klar darzustellen. Also aus einer Unschärfe eine Schärfe zu machen, aus einem Durcheinander eine Logik, aus etwas Wirren eine klare Musterlogik zu identifizieren. Und das heißt, wir haben am Ende des Tages einen gewissen Dateneingang, nennen wir das mal Unschärfe. Das Ganze wird sozusagen hier in verschiedenen Varianten dargestellt und am Ende ausgespuckt mit der Konsequenz, dass man hier eine Lösung hat oder eine gewisse Mustererkennung, eine Logik, die sich darstellt im Rahmen dessen, dass es da etwas gibt, was sich doch irgendwo wiederholt, was immer wieder auftauchte und dann hier mit einer Trefferquote, die beim Forex Bull über 60% legen muss und einer gewissen Häufigkeit in der Vergangenheit in Erscheinung trat. Und das ist jetzt genau das Spannende. Hier kurz nochmal zur generellen Erklärung dessen. Die Fuzzy-Logik oder Fuzzy-Logik, gibt auch Leute, die das sagen, findet schon seit ganz, ganz langer Zeit ihre Anwendung in der klassischen Mustererkennung, in der Sensorik, bei Prozessleitsystemen, gerade bei Quantitätskontrollen und dergleichen, ist es eine Logik, die sozusagen eine Unschärfe, also das Grau zwischen Schwarz und Weiß so ein Stück weit auflöst. Und die Mustererkennung, die wir hier für uns nutzen, ist das, dass wir die technische Analyse, die Barcharts im zweidimensionalen Raum sozusagen für uns zu nutzen wissen und hier am Ende des Tages eine gewisse Logik ableiten lassen können. Und das Ganze funktioniert nach dem Wenn-Dann-Prinzip. Die künstliche Intelligenz filtert jeden Abend aufs Neue hier eine ganz klare Thematik nach dem Motto, hier kommt das rein. Wenn dies und dies passiert, ist das und das die Logik. Und das nennt man dann Eingang Fuzzifizierung. Dann gibt es das Regelwerk und dann die Defuzzifizierung. Und das führt am Ende des Tages dann zu der entsprechenden Logik. Und wir gehen auch gleich in die Live-Beschau über, sodass ihr mal seht, wie ihr das Tool anwenden könnt. Aber ihr müsst natürlich auch verstehen, um was geht es denn hier? Was ist denn der Forex Bull? Was ist denn die Logik? Und das ist schon etwas, was ich hier relativ schnell durcharbeite, ohne wirklich hier in die Tiefe zu gehen. Muss ja auch nicht sein. Ihr wollt das Tool ja auch nutzen, um eure Signale täglich zu bekommen. Am Ende des Tages springe ich jetzt hier genauso drüber und erkläre hier abschließend das ganze Thema, dass der Forex Bull ohne Vorgaben nach gewissen Mustern, wie man es von der Candlestick-Lehre kennt, ich nenne jetzt hier speziell den Hammer, den Morningstar oder die Morningstar-Formation, das Bullish Engulfing, das gibt es am Ende des Tages nicht als fixes Vehikel der Mustererkennung. Nein, der Forex Bull sucht jeden Tag aufs Neue ohne Vorgabe einer solchen festen Logik eben profitable Pattern-Formationen in unterschiedlichen Zeitfenstern, hier speziell aber auf den Tagesschart bezogen und das für jeden Tag, für jeden Markt eigenständig, um dann hier mit dieser Fuzzy-Vektor-Logik im Rahmen der künstlichen Intelligenz jeden Tag eine neue Identifikation von Mustern zu erkennen. Hier wird praktisch jeden Tag neu gewürfelt und immer das profitabelste oder auch die profitabelsten Muster definiert. Dann erscheint so eine Formation im Forex Bull. Wenn sie negativ ist, fliegt sie raus. Wenn sie profitabel ist, bleibt sie drin. Und die Parameter sind praktisch hier hergeleitet aus den 4 Tageswerten, die eine Candlestick-Kerze, ein Barchart uns bieten, je nach Timeframe. Völlig irrelevant. Haben wir ja Open, High, Low, Close. Das sind die 4 Datensätze, die reinkommen. Und das Ganze wird in eine Beziehung der Tage zuvor besetzt. Und dann wird geguckt, wie viele Handelslogiken auf Tage
auf 3 Tage, auf 4 Tage, es gibt 5 Tages-Pattern. Soll heißen, es gab 5 Tage in der Vergangenheit, die haben mit einer gewissen Trefferquote und einer Häufigkeit von 100, 200 Erscheinungen zu einem Erfolg von eben 5% geführt, beispielsweise. Das ist natürlich genau das, worum es natürlich geht und was euch auch den Nutzen bringt, nämlich die Spannung, dass man hier einfach einen statistischen Vorteil vor sich hat. So. Hier will ich nochmal ganz kurz auf die Märkte eingehen, die ihr fokussieren solltet. Klar haben wir bei JFD auch mit Kryptos insbesondere über 70 Devisenpaare. Ihr müsst sie nicht alle handeln. Hier sind gerade für den Intraday-Bereich natürlich die Majors interessant, die ihr hier seht, oder aber am Ende dann noch speziell, und das ist sozusagen das, was wir beim Forex Bull auch empfehlen, hier die Top 28 plus Gold und Silber, wer mag, Schrägstrich, die 4 Ergänzungen haben wir noch dazugefügt, nämlich hier die norwegische Krone und die schwedische Krone in Euro und Dollar gehandelt. Das heißt, man hat hier, und das ist die Empfehlung aus dem Intraday-Bereich heraus betrachtet, das sind die Währungspaare, die ihr euch im Forex Bull anlegen könnt. Da kommen wir jetzt gleich in die Live-Action als Szenario. Ihr könnt euch auch nur die Dollarpaare nehmen oder ihr könnt euch nur Europaare nehmen. Das ist euch völlig selbst überlassen, aber den Filter könnt ihr selbst definieren, müsst ihr definieren. Und dann, das ist unsere Empfehlung, habt ihr jeden Tag eine Beschau von Märkten. Und wenn ihr diese Anzahl nehmt, gibt es jeden Tag Möglichkeiten, den Markt zu identifizieren nach eben interessanten Chancen. So dann, das Ganze sieht dann live praktisch so aus. Und da gehen wir jetzt doch am besten mal in den Live-Chart über zum Forex Bull. Ich will hoffen, jeder hat jetzt hier das Tool möglicherweise runtergeladen. Und ich würde dann auch zum Ende hin direkt auch den lieben Bernd dann auch nochmal einladen, hier zum Beispiel einen Pattern vorzustellen, den oder das sich heute hier umsetzte oder auch nicht. Das werden wir uns anschauen. Letztlich möchte ich euch jetzt erstmal abholen, wie das hier mit dem Szenario funktioniert. Denn, und da werde ich auch bei der Videoaufzeichnung, das gibt es nämlich mittlerweile hier auch mit einzelnen Kapitelzeiten versehen, sodass man dann auch, wenn man das Video im Nachgang sieht, mit einem Klick jetzt da landet, wo es spannend wird, nämlich hier bei der Thematik, wie lege ich ein Szenario an? Das ist die Oberfläche. Letztlich Szenarien hier dann verfügbar, wenn ihr sie denn angelegt habt. Ganz zu Beginn ist es aber erstmal wichtig, Werte zu definieren. Und wenn ihr hier einfach draufklickt auf den Forex Bull, seht ihr, was da für Werte zur Verfügung stehen. Hier seht ihr erstmal die Asset-Klassen. Ja, Forex, eh klar, das ist der Devisenmarkt. Indizes, hier haben wir die entsprechenden Indizes dazugekommen, Nasdaq 100 und S&P 500. Dann haben wir hier auch noch Rohstoffmärkte klassischer Natur. Möchte ich an der Stelle ausblenden, weil das natürlich nur speziell für Rohstoffhändler von Interesse ist, Schrägstrich hier der Forex Bull seinen Fokus auf den Forex-Markt hat. Und da hat man hier sozusagen alle Underlyings mit vertreten und kann dann nach freier Couleur, und hier seht ihr auch die Masse an Währungen, Schrägstrich an Möglichkeiten, die es eben hier zur Auswahl gibt, euch zu integrieren. Hier sind die Indizes auch schon im Rahmen des 24-Stunden-Handels auch integriert. Wo haben wir sie? Da ist Dow Jones und DAX 30 zum Beispiel oder FTSE 100, Coq Héran 40 hier aus Frankreich. Letztlich am Ende des Tages eine reichhaltige Möglichkeit, um ein Szenario für euch zu erstellen. Wie funktioniert das? Ihr sucht euch, wie gesagt, hier entsprechend beim Forex Bull die Asset-Klasse aus und dann ist eben Forex 24 das, was die 24-Stunden-Märkte betrifft. Und dann klickt ihr entweder auf das Währungspaar selbst, ich klicke jetzt mal direkt auf den Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar, Doppelklick, dann lädt er das Währungspaar ein und dann sehen wir hier den Tageschart anhand der gewissen Logik. Das sind jetzt hier übrigens die Barcharts, die Sie entsprechend gestalten. Hier unten haben wir auch noch ein ADX-Messer. Gibt es hier im Übrigen als Tool auch noch eine ADX-Liste, die man sich anlegen kann, um eben wirklich überhitzte Märkte zu identifizieren. Sehr spannend. Letztlich Forex Bull Szenario anlegen ist im Rahmen des Doppelklicks beim Australdollar-Cut schon erfolgt. Oder aber, zweite Option, wir sehen ihn nämlich jetzt hier im Szenariobereich. Klicken wir drauf, dass der Eurocard automatisch hinterlegt, wenn ihr diesen Wert hier doppelt anklickt, dass man hier dann zum Beispiel, jetzt gehen wir mal aufs britische Pfund Schweizer Franken mit dem rechten Mausklick, also nicht Doppelklick links, sondern rechte Mausklicken, Wert zu Szenario hinzuführen, dann lädt er den Wert auch ein. Dann sehen wir praktisch das Pattern, Schrägstrich, jetzt haben wir sogar zwei Pattern von heute zum britischen Pfund zum Schweizer Franken und schwuppdiwupp gehe ich auf Szenario. Habe ich diese beiden Werte drin. Und so könnt ihr euch, ich denke, das war jetzt relativ simpel von der Erklärung her, hier eure Währungen aussuchen,
die ihr praktisch im Fokus haben wollt. Ich verweise hier nochmal auf den Slide von eben, wo wir unsere Top 28 plus die schwedische Krone, norwegische Krone, Gold und Silber noch ergänzen. Aber ihr könnt euch sozusagen mehrere Szenarien anlegen, um auch nicht überrannt zu sein von den vielen Signalen möglicherweise. Es gibt mal Tage mehr, mal Tage weniger. Aber grundsätzlich ist das mal die Logik, wie ihr so ein Szenario anlegt. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Szenarien drin und die könnt ihr dann sozusagen, wenn wir dann auf Szenario speichern gehen, hier oben bei Datei, ich zeige euch gleich nochmal das Szenario und öffnen, wie das aussieht, wenn ihr euch das fertig angelegt habt. Aber auf Szenario speichern könnt ihr euch dann individuell dieses Szenario sozusagen ablegen. Ja, das ist dann eure Couleur und dann könnt ihr je nach Name und Vorliebe gewisse Märkte eingrenzen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das dann aussieht, wenn man ein Szenario angelegt hat. Dann könntet ihr praktisch hier, wir machen jetzt mal öffnen, praktisch klären wir jetzt mal den Chart. Moment. Nein. So. Brechen wir jetzt ab. Da ist es jetzt praktisch wieder ganz klar, das Feld, so wie ihr in den Forex Bull vorfindet. Wenn ihr den Szenario Prozess abgeschlossen habt und auch gespeichert habt, dann geht er jeden Morgen ganz simpel hier auf Datei, Vektor-Szenario öffnen. Dann habt ihr hier eure Vorlage nach dem Namen und der Bezeichnung drin. Und ich habe jetzt das Update 21, meine letzte Definition hier am 5.2. sitzt das direkt. Und jetzt mache ich öffnen. So. Und jetzt ruft der Forex Bull die Daten vom Surfer ab und keine Panik auf der Titanic. Die Rückmeldung ist jetzt hier nicht als Dramatologie zu sehen. Er hängt jetzt hier nicht, weil die Software stoppt, sondern wahrscheinlich, weil ich jetzt zu viele Backprogramme auf habe. Aber es wird jetzt sozusagen gleich zur Auflösung kommen und dann zeigt er euch die Szenarien an. Also ist nicht dramatisch, wenn er jetzt hier so eine keine Rückmeldung anzeigt. Der rechnet noch. Und der fragt jetzt letztlich die Daten auf dem Surfer ab. Und jetzt, whoops, gibt es so ein kleines Klingeltönchen. Eine Zusammenfassung der Signale wurde hier angezeigt. Signal Import, Export. Sind jetzt exportiert worden und hier abgelegt worden. Und dann habt ihr sozusagen hier dieses Fenster. Und das sind praktisch, oder ist vielmehr mein vorgefertigtes Szenario. Das sind alle Währungen, die ich sozusagen hier integriert habe. Und jetzt ist auch noch der Unterschied, dass wenn man hier auf alle Werte hat, natürlich noch Werte ergänzen könnte, neues Szenario ablegen, anlegen kann und. Aber hier auf Szenario haben wir den Farbfilter schon mal reingesetzt, der uns hier erlaubt, die bullischen Signale auf der Nordseite grün und die bärischen auf der Südseite rot schon mal identifiziert zu wissen. Alles andere hier in der Mitte ist neutral, hat im Prinzip kein Pattern. Da hat man hier den Austral-Dollar-Cut gerade eben schon. Seht ihr, wenn wir draufklicken, gibt es kein Pattern. Euro-Neuseeland-Dollar gibt es kein Pattern. Und liebe Leute, es gibt Tage, da gibt es schlussendlich je nach Auswahl, aber auch hier in dieser doch schon sehr großen Auswahl, ich habe hier die Kryptos drin, ich habe hier die Indizes drin, gibt es hier am Ende des Tages dann ja manchmal auch nur 2, 3 oder auch mal 0 Long- oder Short-Pattern. Das kann passieren. Das heißt, hier wird jeden Tag natürlich neu eine Logik gesucht. Und jetzt gehen wir hier nochmal auf das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken ein, der hier mehr oder weniger sich mit einem negativen Pattern darstellt. Und hier eben, das wird jetzt mal in der Beschreibung interessant, damit ihr mal wisst, was zeigt er jetzt hier an. Wenn man hier drauf fährt auf die entsprechende Bedienleiste, dann bekommt es hier die Information, um was geht es denn hier. Also zunächst Prognosedetails. Oh, jetzt muss ich mal raus. So, hier haben wir es. Da. Da seht ihr auch nochmal, was der Forex Bull euch anzeigt. In dem Fall haben wir sogar zwei Pattern, und zwar bärischer Natur für den heutigen Handelstag. Wir sehen die Trefferquote. Und hier werden nur Trefferquoten größer 60% angezeigt. Es gibt Werte, da sind es 80, es gibt Werte, da sind es 79. Gehen wir mal auf Euro-Schweizer Franken. Was haben wir heute hier? 74,7, aber 1033 Erscheinungen. Starkes Pattern. Letztlich Prognosedetails, welche Richtung geht's? Trefferquote, Anzahl der Wiederholungen, das theoretische Hoch, das theoretische Tief, der theoretische Close und die heutige Erwartung. Das ist das Handelssignal-Tool. Das sind die Informationen, die euch der Forex Bull jeden Tag liefert und die ihr, liebe Teilnehmer, für euch nutzen könnt. Ihr könnt einen separaten Trendfilter aufsetzen. Ihr könnt auch generell verschiedene andere Features nutzen, um den Trade-Einstieg zu definieren oder auch das Signal nochmal unterstützt zu wissen. Tatsache ist, hier oben bei Hilfe haben wir die Kurzanleitung, haben wir das große Handbuch, um in die Thematik auch der Handelslogik, so wie wir sie anwenden, einzutauchen. Den Tipp geben wir euch und da ist auch natürlich der Handelsroboter drauf geeicht, wie wir das sozusagen definieren. Bernd wird das gleich zum Abschluss beim britischen Pfund nochmal zeigen. De facto hier am Ende des Tages das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken mit zwei Pattern
jetzt dann in dem Fall das erste obere mit 519 Erscheinungen und das zweite mit 65, übersichtlich, aber natürlich zwei Pattern. Warum zwei? Weil wir hier einerseits für den heutigen Tag eine Analyse hatten, die sich auf die letzten 3/2 Handelstage konkret bezog. Und das ist sozusagen der vierte orakelte heutige Handelstag mit eben dieser bärischen Tendenz. Jetzt klicken wir mal auf das zweite Pattern. Wow, da haben wir schon ein Viertages-Pattern, Schrägstrich die letzten 3 Tage werden interessant. Und das ist sozusagen die Prognose des fünften Handelstags. Und wir sehen, dass heute der Tag bärisch orakelt wird. Und jeder, der das Devisenradar heute Morgen schon gesehen hat, hat auch mitbekommen, dass das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken tatsächlich den Rückwärtsgang eingelegt hat. Hier sehen wir die Barchart-Entwicklung. Und das ist eigentlich völlig irrelevant zu dem Unterschied, ob das jetzt hier Barcharts oder Candlestick-Kerzen sind, denn die Dateneingänge sind die gleichen. Die Barcharts sehen eben in ihrer Erscheinung anders aus, aber die Datensätze, die hier reinkommen, also Open, High, Low, Close, sind ja beim Barchart wie bei der Candlestick-Kerze völlig ident. Das heißt, hier ist es so, dass die Barcharts zu sehen haben, das ist die Logik, wie der Forex-Bull aufgesetzt wurde. Es könnten aber auch Candlestick-Charts sein, macht keinen Unterschied, außer in der Erscheinung. Faktisch haben wir hier einen starken Aufwärtstrend vorliegen. Das zeigt auch schon das Bild hier im Forex-Bull Daily Chart und de facto haben wir hier bärische Signale. Nun, das muss jeder selber wissen, ob er gegen den Trend geht. Aber man weiß um die Tatsache, dass der Forex Bull hier natürlich auch gern an gewissen Umkehrpunkten interessante Einstiegssignale auf Intraday-Basis liefert, um hier, und da hatten wir in der Vergangenheit beim Eurocut schon Situationen, beim Gold-Situationen, wo man wirklich mit einem bullischen oder bärischen Pattern auf Intraday-Basis hier auch in einen Swing-Trade reingekommen ist. Also ein Trade, der über Tage, vielleicht sogar Wochen gehen könnte, hat man auf Intraday-Basis mit einem engen Einstieg hier seinen Entry finden können. Und da spielt natürlich auch eine Toolserie eine wichtige Rolle, nämlich zum Beispiel die Saisonalität, wo man einfach schaut, okay, wie ist denn die Saisonalität von Währungspaar XY, von Euro-Dollar oder in dem Fall britisch Pfund, Schweizer Franken, auch hier nach unterschiedlichen Zeitfenstern zu kategorisieren. Und ihr könnt sogar hier auch verschiedene Zukunftsprognosen wagen. Also wir können sogar auch 200 Tage in die Zukunft gucken. So schauen wir uns einfach mal auf die nächsten 120 Tage. Wie ist denn hier der saisonale Verlauf im Hinblick der Historie? Auf in dem Fall 20 Jahre oder in dem Fall 5 Jahre. Ihr könnt sozusagen auch hier dieses Tool hervorragend nutzen, um so ein Stück weit einen Einblick zu bekommen, wie denn die Saisonalität generell ist. Auch das ist ein schönes Feature, neben den Intraday-Signalen auch hier einfach mal zu schauen, wenn ihr auf Swing-Trading-Basis arbeitet und irgendeine Währungspaar oder ein Index an einem Widerstand angekommen ist, dass man dann sagt, hey, am Ende des Tages ist es dann doch möglicherweise hier ein schönes Einstiegssignal, um einen Swing-Trade mitzunehmen. Das ist sozusagen hier ein Saisonalitätsindikator und aber auch die Wochenstatistik, die Volatilitätsdaten, die der Forex Bull sozusagen ausgibt. Jetzt hat er hier einen Hänger. Moment, gleich nochmal machen. Einfach Doppelklick, dann muss es kommen. Aber vielleicht hat er jetzt schon wieder ein Problem mit der Logik, dass ich hier schon wieder ein Programm im Background laufen habe. Aber seht ihr, jetzt ist es da. Hier die Wochentagsstatistik, um festzustellen, hoppala, britisch Pfund, Schweizer Franken, wie hat sich das Währungspaar im Overall View während der gesamten Historie geschlagen, also seit Datenrelevanz und die Daten je nach Währungspaar gehen bis zu 30 Jahre zurück. Und hier noch viel interessanter, die letzten 52 Wochen. Seht ihr hier sozusagen mit diesen Zahlen untermauert, an wie vielen Handelstagen das Währungspaar, nicht Handelstagen, an welchen Handelstagen mit welcher Statistik das Währungspaar bullisch war. Hier 65% am Montag heißt, das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken hat am Montag in 65% der Fälle einen positiven Handelstag hingelegt. Alles unter 50% ist dann negativ. Und wir sehen, aha, statistisch ist der Freitag der schwächste Handelstag in den letzten 52 Wochen beim britischen Pfund, Schweizer Franken und der bullischste ist der Montag. Das sind Rahmenfeatures, die ihr sozusagen nutzen könnt, um mit dem Tool zu arbeiten. Aber das Herzstück ist natürlich das Szenario, die Szenarien, und natürlich die entsprechenden Tagesprognosen, die der Forex Bull auswirft. Und da, wie gesagt, nutzt die Möglichkeit der Szenarien, die ihr euch individualisiert anlegen könnt und dann jeweils speichert. Dazu gibt es dann noch Features wie die Kristallkugel, die dann auf Tagesbasis euch beispielsweise eine Zusammenfassung der Signale liefert. Und hier mit dieser Kristallkugel könnt ihr auch eine Wochenprognose abgeben, beziehungsweise ein Stück weit in die Zukunft schauen.
Und der Prognosehorizont, Vorschau in Tagen, das ist eben das, wo man auch hier, das leitet sich auf die Kristallkugel ab, letztlich auch neben diesem heute theoretisch orakelnden Handelstag sogar den Freitag voraus orakeln könnte, Schrägstrich sogar noch 5 Tage in die Zukunft. Nur, jetzt kommt natürlich die Unschärfe. Diese Handelslogik, die der Forex-Bully hat, wird natürlich immer unschärfer, je mehr wir rein statistisch die theoretischen Tage der Zukunft ableiten. Also das Herzstück und die Qualität liegt hier auf die Tage, auf den Tageschart für den jeweiligen heutigen Handel, sprich immer am Morgen oder am Vorabend für den nächsten Tag, für den laufenden Handelstag absolut nutzbar. Je weiter man in die Zukunft schaut, desto grauer wird das Ganze. Aber am Ende haben wir auch schon beim US-Dollar-Yen im Januar eine Kristallkugel-Vorausschau gehabt und dergleichen. Auch das werden wir in Artikeln jetzt immer wieder eng covern. Bietet sich nicht jede Woche an, aber da gibt es immer Wochenprognosen, die ganz, ganz interessant erscheinen. So, hier aber wie gesagt, die Kristallkugel kann man eben auch über mehrere Prognosetage laufen lassen. Aber dann wäre es natürlich so, dass wir neben dem theoretischen Donnerstag, den wir heute sehen, morgen am Freitag, dem 12., dann wirklich nur noch eine absolut theoretisch abgeleitete Entwicklung hätten. Nichtsdestotrotz sehen wir hier auch nochmal eine schöne Übersicht. Die Währungspaare und die Kristallkugeln kann man sich auch individuell zusammenbauen lassen und dann hier auch nochmal einen Überblick im Rahmen der bullisch-bärischen Entwicklung. Und so hat man dann am Ende hier jeden Tag seine Handelsideen und kann diese auch entsprechend ableiten. Aber wichtig und schlussendlich absolut elementar, das Szenario anlegen und über das Szenario hinweg dann am Ende des Tages hier sozusagen aktiv werden und die Signale filtern. Das ist wichtig. Zur Toolnutzung selber, denke ich mal, habe ich jetzt schon relativ viel gesagt. Wir sind auch schon fast durch. Ich will jetzt noch mal kurz die Fragen checken. Da sind nämlich noch ein paar reingekommen. Und jetzt muss ich mal durchklicken. Also vielen Dank für die reichhaltige Teilnehmer. Wir werden jetzt gleich mal auf Bernd rüberschalten und in den Live-Chart gehen. Wie gesagt, wir haben ja hier, jetzt habe ich den rübergezogen gerade, zum Beispiel den US-Dollar-Cut. Auch als Währungspaar hier auch unsere Logiken, das ist immer wichtig, das erfahrt ihr auch im Handelstool selbst bei den Büchern, bei der Kurzanleitung speziell. Also Kurzanleitung deshalb, weil ihr da weniger Seiten habt, um das Tool generell schon mal zu verstehen und die Logik. Wichtig ist immer der Pivot Point, die Asia Range und der entsprechende Ausbruch. Ja? Und wir haben heute beim US-Dollar-Cut im Prinzip ein bullisches Pattern, das wurde nur keinesfalls getriggert. Das wird Bernd auch gleich darstellen, weil trotz dieser bullischen Annahme, und wir haben auch hier heute zwei Pattern, ja, ist auch wieder spannend, einmal ein, gehen wir mal drauf, ein Dreitages-Pattern, insbesondere die letzten 2 Tage orakeln hier den 4. Tag und dann haben wir hier auch nochmal ein Viertages-Pattern, wo der 5. Handelstag orakelt wird. Das heißt aber nicht, dass das natürlich so kommen muss. Die Trefferquoten sind, und es gibt auch Pattern, wo hier ein 100% stand bei 12 Erscheinungen. Das heißt ja nicht, dass die 13. Erscheinung 100%ig genauso wird. Letztlich hier die Prognose, dass es bullisch werden kann. Wenn ich auf den Chart aber schaue, hat sich der Preis nicht über den Pivot Point gehoben, hat sich der Preis nicht aus der Asia Range herausgehoben, sondern ist nach unten weggetropft. Und insofern hat sich das Pattern deaktiviert bzw. nicht mal aktiviert. Und auch das ist das, was wir hier in dem Morning Briefing eindrucksvoll beschreiben. Weil es natürlich hier darum geht, dass man entsprechende Asia-Range mit ins Verhältnis setzt, Schwankungsbreiten und eben auch hier schlussendlich hervorragend formuliert eine gesunde Auswahl trifft. Und das ist sehr, sehr spannend an der Geschichte. So, jetzt gehen wir zum Live-Chart über. Bernd, gib mal Bescheid, ob du soweit ready bist, dann würde ich dir den Bildschirm rüber beamen. So. So, Jürgen, noch mal eine Frage. Kurz, der Chart zeigt Long. Ja, klar, zeigt der Long, aber Preise müssen auch irgendwann mal konsolidieren. Und ich hatte es heute im Devisenradar ja ausführlich besprochen, dass am Ende des Tages, und hier gehe ich noch mal gern rüber, die Preise, jetzt sind wir hier im Live-Chart beim British Pfund Schweizer Franken, natürlich irgendwo hier möglicherweise auch mal eine Konsolidierung erfahren, den Deckel oben drauf haben, vielleicht auch überhitzt sind. Schaut euch den MACD auf Tagesbasis an. Wir sind hier so hoch wie seit 2015 nicht mehr. Und das sind Situationen, die sind spannend. Und der Forex Bull hat heute ein bärisches Pattern geliefert. Insofern schauen wir uns das doch mal am Live-Chart an. Bernd, ich schalte den Bildschirm mal frei an dich oder erstmal das Mic frei. Schau mal, ob das funktioniert. Ob du Hallo Chris sozusagen. und Grüße in die Runde. Da ist er, der Bernd. Jo. Super.
Bernd, du bist bereit? Wollen doch mal schauen, was British Pfund Schweizer Franken gemacht haben. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, nicht direkt die Pattern-Logik am Live-Chart besprochen. Das überlasse ich jetzt einfach mal dir und schieb dir den Bildschirm rüber wie gewohnt. Alles klar. Erstmal vielen Dank. Viel vorweggenommen, denn richtiger Monitor ist, da ist er. Ich hoffe, man sieht jetzt den Live-Chart vom Pfund Schweizer Franken. Yes. Okay, ja, du hast mir schon viel vorweggenommen. Man muss jetzt nicht denken, der Forex-Bull liefert jetzt jeden Tag hier 20 Signale und ich handle die alle. Wie es im Artikel auch schon stand, man muss da eine gesunde Auswahl treffen. Und es ist immer entscheidend, wie viele Währungspaare möchte ich entwickeln, wirklich handeln und auch mit welchem Risiko. Und wenn ich jetzt 15 Währungspaare dann handle, dann muss ich das Risiko für den einzelnen Trade auch natürlich nach unten schrauben. Und heute waren wirklich viele, 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 viele Pattern dabei. Die norwegische und die schwedische Krone zum Beispiel, die schieden schon aus. Und das ist genau der Punkt, wie selektiere ich so viele Signale? Und das ist nicht einfach so, wie viele denken, ich habe die Signale und handle die alle am Stück, die da sind. Zum Beispiel alles mit über 100% oder über 100 Erscheinungen wird stumpf gehandelt, kann man natürlich nicht machen. Da spielt schon eine Rolle und das sieht man jetzt hier zum Beispiel im Live-Chart. Wenn man morgens reingeht, man sieht die Asia Range als erstes. Das ist die Handelsspanne von 22, also von 23 bis 7 Uhr unserer Zeit. Da handeln die Asiaten, die beträgt 31 Pips. Und wenn bei bestimmten Währungspaaren natürlich die Spanne schon so groß ist und hier oben links steht die tägliche Schwankungsbreite, die Average Daily Range, 108, das passt im Verhältnis. Wenn ich jetzt aber beim British Pfund Schweizer Franken schon in der Nacht eine Range habe, die 90 Pips beträgt, und da kann das Pattern noch so schön und gut sein, dann leitet sich kein sinnvolles CRV mehr ab. Und somit scheidet dann, und obwohl das Pattern noch so schön ist, scheidet es einfach aus. Und da muss man eine gesunde, wie ich geschrieben habe, eine gesunde Auswahl treffen. Was will man handeln, was will man nicht handeln? Und der Handelsroboter in diesem Fall, der übernimmt dann halt die Einstellung, damit man nicht den ganzen Tag am Bildschirm sitzen muss und das alles immer verfolgen muss. Man setzt sich hin morgens, schaut sich die Pattern an, sucht sich die Charts raus. Okay, diese Währungspaare möchte ich handeln, aber auf diese Währungspaare setze ich dann den Handelsroboter an. Und jetzt habe ich hier nochmal den Forex-Bull reingezogen zum British Pfund Schweizer Franken. Bärisches Pattern hattest du schon vorgestellt. 519 Erscheinungen ist eine Menge. Trefferquote könnte ein bisschen besser sein. Aber, und das hattest du auch schon gesagt, oder ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat. Natürlich ist, wenn man das hier im Tageschart sieht, das ist natürlich ganz klar ein Longtrend, bullish ohne Ende. Aber irgendwann, wie du schon sagst, gibt es auch mal eine Konsolidierung. Und das hatten wir letztens im Gold. Und da gab es, der Goldpreis war ja im Daily deutlich down. Und da hatten wir einen Volltreffer mit einem Long-Setup. Weil irgendwann gibt es auch mal eine Gegenbewegung und die konnte der Forex-Bull durch die Intraday-Signale voll aushandeln, also voll ausnutzen. So, jetzt kommen wir zum British Pfund und man hat dieses Pattern vorliegen. Okay, das Pattern ist von der Statistik her insgesamt sehr gut. Und die Regel ist ja die, dass der Kurs oder der Preis die Asia Range nach unten verlassen muss. Jetzt lag der Pivot Point. Der Fingerabdruck des Vortages leicht unter der Asia Range und der Handelsroboter steigt dann auch nur mit diesen Kriterien ein. Das heißt, der Preis muss unter die Asia Range und unter den Pivot Point. Das heißt, hier war der Einstieg am Pivot Point, der wurde durchbrochen und dann läuft der Trade. Jetzt ist er leider am Vormonatshoch hat er eine kleine Wende geschafft, aber nach dem rasanten Abstieg heute Morgen durchaus mal eine kleine Gegenbewegung durchaus mal erlaubt, sage ich jetzt mal. Der Take-Profit liegt hier unten zwischen Vortagestief und etwas über dem ADR-Low, der täglichen Schwankungsbreite. Also eigentlich ganz gut platziert. Das heißt, die Chancen stehen gar nicht mal schlecht, dass er dann noch hinläuft. Wenn man sich jetzt das prognostizierte Tagestief von Forex Bull anschaut, das liegt bei 1,2836, 1,2830, wenn man das zweite Pattern noch hinzunimmt. Das ist hier genau hier unten in diesem Bereich. Na, das sind die 63, ich habe die Brille, das ist sogar noch deutlich, deutlich. Naja, ich muss meine Ich habe Brille die mal. Brille nicht auf, der war Ja, gut. doch, ich habe die Brille schon auf, aber die muss ich mal putzen, glaube ich. Oh, sorry. Das ist Aber sogar noch, passt völlig.
Passt völlig, Bernd. Passt Also, völlig. Sogar noch mehr das, als die Range. Also ja, das ist, ich wollte gerade sagen, die Zahlen sind aber wirklich zu klein, auch im MetaTrader. Nein, das ist noch da deutlich werden wir unter mal die den Durchschnittswerten. Lupenfunktion einbauen, lieber Bernd. Da werden wir mal die Lupenfunktion einbauen. Ha? Das ist auch gerade für unsere älteren Teilnehmer bestimmt Ich spannend. wollte gerade sagen, wenn es so weit ist, dann bin ich 70. Du. Nein. Nein, das Tief, das vom Forex Bull angesagt wird, das liegt sogar noch unter dem Support 3, also hier unten irgendwo. Also da ist schon noch Platz nach unten heute, insbesondere zum ADR-Low. Und durch die Logik, und das ist das Schöne, und jetzt zeige ich kurz den Expert Advisor, das Pattern hat ja jeder gesehen. Man hat praktisch den Chart und hier ist dieser Expert Advisor. Wenn man den dann nimmt und einfach in den Chart zieht, dann erscheint folgende Eingabemaske. Ich schiebe die mal ein Stück zur Seite. Und da kann man halt, und da gehen wir dann übernächste Woche drauf ein, wenn wir dann in den fortgeschrittenen Workshop kommen, wo wir dann genau im Detail alle Punkte mal durchgehen werden. Ich sag jetzt nur mal, Handelszeiten und so weiter kann man alles festlegen. Wichtig ist Einstieg Pivot, Einstieg ASA Range. Das ist wichtig, dass wenn die beiden Kriterien erfüllt sind, startet der Trade. Und jetzt kommt natürlich ein entscheidender Punkt. Wo setze ich meinen Stop-Loss? Und welche sind mögliche Ziele? Und das kann man halt mit diesem Expert Advisor wunderschön einstellen. Und das ist genau der Punkt, den wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Wo setze ich meinen Stop-Loss? Ich kann den jetzt hier, in der Regel ist es so eingestellt, dass der Stop-Loss dann über dem Tageshoch liegt, sprich über dem Hoch der ASA-Range. Das ist Standard, das habe ich auch heute hier verwendet. Wer ein bisschen aggressiver vorgehen möchte, der hat dann hier in den Einstellungsmöglichkeiten die Möglichkeit hier beim Stop-Modus, auch zum Beispiel den Open Price auszuwählen. Das wäre dann an dieser Stelle hier. Oder sogar das Vortageshoch, das wäre an dieser Stelle. Je aggressiver man den Stop wählt, desto schneller ist man natürlich dann auch im Take Profit, aber auch natürlich eventuell umso schneller ausgestoppt. Der Grund, warum ich das hier oben gelassen habe, ist da, weil das Fund, wie soll ich sagen, oft sehr schnippisch ist und ja, auch solche Preise dann mal schnell abholt. Wenn er hier oben rausgeht, dann ist der Tag natürlich dann eh dahin. Also deswegen habe ich nicht den so aggressiv gewählt, weil, wie gesagt, das Fund ist oft sehr, sehr schnippisch. Auf jeden Fall. Und deswegen, wie gesagt, man kann mit den Stop-Modus Einstellungen kann man wunderbar den Stop steuern und den Take Profit. Den haben wir standardmäßig auf 1,5 R festgelegt. Der liegt dann automatisch hier unten. Man braucht auch keine mehr, nicht mehr berechnen, wie viel Lot muss ich jetzt eigentlich einsetzen, um da genau hinzukommen. Das macht der vollautomatisch, indem man einfach sagt, bei diesem Trade möchte ich 0,3% von meinem Konto riskieren. Alles andere läuft dann automatisch. Wenn dann der Algo, also der EA eingestellt ist, dann klickt man nur noch hier unten auf Allow oder Allow Sell, Allow Buy, in diesem Fall natürlich Sell. Und dann kann man was anderes machen den ganzen Tag. Ja, das ist der Sinn und Zweck der Maßnahme. Und wie du schon auch gerade gesagt hast, klar, der Forex Bull hilft, aber es gibt verschiedene Entry-Möglichkeiten. Auch die Auswahl, die der Forex Bull, sage ich mal, sozusagen uns liefert und der Forex Bull EA auch mit dem Break der Asia Range. Auch hier hätte man zum Beispiel mit neuem Tagestief verlassen der Asia Range schon einige Pips, um nicht zu sagen, ja, gute 10 Pips früher in den Short Trade reingehen können, wenn man eben den Entry-Punkt sozusagen Genau. als Gegenstand genommen hätte, ja, das reicht mir schon, wenn er neues Tagestief macht. Absolut legitim. Genau. Aber das ist genau wie im manuellen Trading, wo man sagt, wo man reingeht, wie man den Stopp setzt. Das ist alles sehr, sehr individualisiert. Und da gibt es jetzt auch nicht das Ultima Ratio, wo wir sagen, ihr müsst das jetzt so machen, sondern das sind Erfahrungswerte, die wir, da spreche ich eben von Bernd und mir, in der Vergangenheit auch in der Anwendung mit dem Forex Bull gemacht haben, was Sinn macht. Der Pivot Point ist ohnehin für Daytrader eine Maßgabe, ob Long oder Short. Und deswegen haben wir auch den Pivot Point hier so explizit eingebaut. Man muss es aber natürlich nicht nutzen. Und wie gesagt, Bernd wird im Genau. Detail im Workshop in 2 Wochen dann konkret auf die Tools eingehen. Das ist jetzt gerade für den Einsteiger wirklich ein bisschen viel, glaube ich, nach dieser guten Stunde, die wir jetzt schon die Thematiken durchgesprochen haben. Aber wichtig auch mal hier live zu sehen, was ist denn heute beim British Pfund Schweizer Franken passiert? Beziehungsweise wie läuft das aktuell ab? Und das hätte man manuell handeln können. Durch den Handelsreporter, wie Bernd sagte, schiebst du das praktisch rein und der Rest wird selber gemacht. Was ich noch sagen will, 2 Punkte. Zu dieser Forex Bull Prognose, die ja jetzt deutlich tiefer liegt als das Tief, was wir jetzt hier im Rahmen der Average Daily Range sehen. Klarerweise ist das sozusagen etwas, was sich ja ableitet anhand der einerseits 500 Pattern, 519 und andererseits anhand der 65 Pattern. Das zeigt ja,
den Schnitt der Entwicklung. Das heißt, die Tendenz ist, dass so ein Tief erreicht werden kann. Im Durchschnitt der ganzen Pattern, 519 Stück bei 62%iger Trefferquote, wurde eine Range XY erzielt, die heute dieses orakelte Tief voraussagt. Und es gab Tage, da hatten wir einen Treffer, gerade beim Gold, du weißt das, Bernd, um 5 Cent gerade mal verpasst oder auch bei anderen Währungspaaren, um ein Pip war es punktuell touchiert. Das ist aber natürlich nicht die Regel, um Gottes Willen. Der Forex-Bull ist vielmehr ein Trendgeber für den Intraday-Tag und diese Hochtief- und Close-Preise sind Tendenzen, die sich eben daraus ergeben, dass es heute eben ein bärischer oder bullischer Tag werden kann. Das sind aber eben auch nur richtungsweisende Punkte und sie werden mal getroffen, aber sie werden auch mal nicht getroffen. De facto geht es nur darum, wie nutze ich diesen statistischen Vorteil, den ich jetzt hier habe, um meinen Trade zu finden. Und das ist eben genau der Punkt. Ich sehe etwas ist bärisch, ich sehe auf Tagesbasis beim British Pfund Schwarzer Franken eine überhitzte Situation, so habe ich ja auch das Devisenradar heute getauft. Und gegebenenfalls findet man hier einen schönen Einstieg, um einfach einen Counter-Trend mitzunehmen. Aber man kann natürlich genauso gut die Signale auch prozyklisch mit einem positiven Trendmomentum definieren. Und eine Frage habe ich noch zum EA, gerade weil Bernd den noch vorstellte. In der Tat, schaut es bitte auf die Website, liebe Leute. Der EA ist sozusagen das Upgrade, also der Expert Advisor, der Handelsroboter, ist das Upgrade zum Forex Bull. Den gab es früher so nicht als unterstützendes Handelstool, sondern es ist das Upgrade. Und am Ende sind es 2,36 Euro am Tag, die man für dieses Signaltool plus den automatischen Handelsroboter investieren müsste, um seinen Handel möglicherweise auf ein neues Level zu bringen. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Am Ende des Tages gebe ich euch den Tipp, testet ausgiebig. Wir sind mit euch gerne im Kontakt, in der Interaktion. Die Webinare machen wir nicht ohne Grund, um euch abzuholen, um Fragen zu beantworten und natürlich die Idee, dass wir das dann im Live-Trading-Room auch weiter forcieren werden. Gerade Forex-Handel, gerade Intraday-Signale ist natürlich etwas, was wir hier weitermachen wollen. Also insofern sind wir jetzt sogar schon über der guten Stunde hinaus. Aber ich will meinen, Bernd, heute absolut runde Geschichte. Ich will hoffen, liebe Teilnehmer, euch hat es gefallen. Bernd, danke dir für dein Step-In. Hast du noch einen kleinen Punkt oder warst du soweit sogar mit dem British Pfund Schwarzer Franken fertig? Ja, beim nächsten Mal gibt es mir ein bisschen mehr Zeit. Ne? Da nochmal der Hinweis, liebe Leute, ich habe es eingangs gesagt, am 25.03. oder auch jeden Monat, wie gesagt, haben wir einerseits einen Einsteiger-Workshop, andererseits den fortgeschrittenen Workshop. Und wie gesagt, wenn das heute ein bisschen zu schnell geht, es gibt eine Aufzeichnung, es gibt das Handelssignal-Tool mit den PDF-Dateien, Handbuch, kurze Version, großes Handbuch. Nehmt euch die Zeit, taucht da ein und am Ende des Tages, wie ist es so schön, probieren geht über studieren. Am Ende muss man es einfach machen und nicht ewig irgendwelche Schrauben und Zahlen suchen und irgendwas super optimieren und dann auch in einer Überoptimierung landen. Am Ende hoffe ich, euch dargeboten zu haben, um was es geht beim Forex Bull. Es ist schlichtweg ein Chancenfinder. Ein Handelssignaltool, was ihr draus macht, das müsst ihr selber machen. Und ich sage erstmal Danke an Marco, Gernot, Petra an der Stelle auch, Stefan, Jürgen, Hartmut, Ingo, vielen, vielen Dank. Wir wollen hoffen, es hat euch gefallen. Geht, wie gesagt, in die Praxis über, testet es. Wir sehen das als sehr hilfreiche Ergänzung an. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, Sascha sogar an der Stelle super Einführung. Danke vielmals, sehr informativ. Freut mich. Dann haben wir heute den Zahn der Zeit getroffen und auch euer Ziel sozusagen bedienen können, euch hier ins Tool reinzubringen, das Tool kennenzulernen. Wie gesagt, kommt rein in den Club der Forex Bull Anwender. Es wächst und wächst und wir wollen es immer größer werden lassen. In dem Falle, Bernd, dank dir, dass du eingestiegen bist, um auch wieder live so ein Stück weit schon auf den fortgeschrittenen Workshop hinzuweisen und auch zu zeigen, was hier Intraday ging und geht. Und dann sage ich erstmal auch allen Teilnehmern natürlich herzlichen Dank für euer Interesse. Wir wünschen euch einen wunderschönen, angenehmen Handelstag. Mit oder ohne Forex Bull, auf jeden Fall bleibt's gesund und in dem Sinne auf bald und beste Grüße. Ciao, ciao. Alles klar, vielen Dank, ciao, ciao.